So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dragon's Dogma. Ich brauche neue Quests. Ich habe keine mehr. Gesuch um Eskorte. Wo will der denn hin? Grundbelohnung 5000 Gold und 3000 EP. Hammer, da kriege ich ja mehr, wenn ich so einen Kack-Zyklopen besiege. So, und Arbeitshosen als Belohnung, ja, auf jeden Fall. So ein Blödsinn. Ja, dann muss ich nochmal in die Burg gucken, ob es da neue Sachen gibt. Kann nicht sein, dass man plötzlich keine Quests mehr hat, oder? Ansonsten, tja, müsste ich mal so komplett in den Süden gehen oder so. Da war ich noch gar nicht. Oder im Südwesten. Also er hat keine mehr. Ja, mal gucken, was aus Fädel geworden ist, nachdem wir dem da die Pesche gegeben haben. Lalala. Ah ja. Für den Herzog dürfen wir noch was tun. Obwohl wir mit seiner Frau rumgeflirtet haben. You are to see me for your assignments and no one else. Ja, bla bla. Pray. Make your choice, sir. Beweismittel für die Verhandlung sammeln. Okay. You've Welche Verhandlung? And a right to hear, sir. You know of Fornival, aye? Nee. He is among the wealthiest of Grand Sorin's merchants, though now he stands to lose all. He is accused of a litany of crimes. I would beg a favor, if you've the time. It seems Fornival was as busy in his underground dealings as in his honest work. His bill of crimes includes bribery, fraud, abduction, the selling of secrets, even collusion with salvation. The inquest continues as we speak. Should the present tide prevail, he will likely be found guilty and put to death. Opinions are split, however, on the credibility of the present proofs and testimonies. A few days yet remain before the matter is decided. I ask that you go and gather what facts you can. Any proof is welcome, be it evidence or testimony. Aught that clearly shows his guilt or innocence. Justice must be done. And for that, we've need of the truth. Okay. You're done. Prüfungen und Prozesse. Was sagt Fiddle denn? I hear old Fornival is the subject of an inquest. His conviction would bring me no joy, not least for the loss of revenue I would suffer. Arisen, I have a proposition, sir. I've long had dealings with Fornival and want to believe in his innocence. Pray, take a petition for his acquittal from me, that it may help sway his arbiters. Okay. I entrust my petition. I cannot afford to let old Fornival. Also der kann sich das nicht leisten, ja dann. Das beweist ja nix. You are to see me. I speak for his prayer. Ja, ja. Make your choice, sir. Okay, der hat keine Informationen, da gehe ich einfach noch hin, wenn ich fertig bin oder Beweise habe. Das heißt, die Karte sagt wahrscheinlich, ich muss hier raus. Ja. Wird schon wieder Abend. Oh Mann. Ach stimmt, den Doppelsprung kann ich gar nicht mehr. Ja.
Oh oh. Wieso kommt die denn bitte genau in den Moment rein? Ach nee, jetzt muss ich schon wieder in den Knast. Das kann doch nicht sein. Wieso kommt die denn genau in den Moment rein, wenn ich hier Angriffe ausprobiere? Das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Gegenwehr ist sinnlos. Ja, da kommen die anderen alle schon. Fick dich. Boah, nee. Ich war wegen so einer Scheiße jetzt bestimmt schon fünfmal im Knast. Mann, jetzt darf ich dem wieder 5000 in seinen Arsch schieben. Dich kriege ich auch noch. Nein, überwies die Pilze mit. Soll ich Beweismittel für die Unschuld von dem Typen da sammeln? Dabei sitze ich jetzt selber im Knast. Ich will hier raus. Komm. Na also. Ja. Mann, Mann, Mann. Dumm gelaufen. Darf ich mich wieder anziehen? Boah, jetzt habe ich schon wieder diese Sträflingsklamotten. So. Jetzt kann ich noch beweisen. So, ach du Scheiße. Wo können wir denn da mal fragen gehen? Oh, da ganz viel. Dann in der Kirche noch. Da würde ich sagen, gehen wir erst in die Kirche, wa? Und das war dann schon. Ach nee, draußen auch noch. Okay. Der Dom. Ach ja, genau. Auch ganz gut. Was ein Jammer. In truth, the man was profligate. His ostentation earned him envy and enmity in equal parts. But he was not the sort of man to seek profit in his fortunes of others. I will add my name to the petition. I shall pray that his innocence is proven. Okay. Jetzt haben wir schon zwei Bittgesuche. Mehr hat er nicht zu sagen? I thank you for your effort. Man judges his brother and so the law is kept. But true. Okay. Also der will auch, dass der aus dem Knast rauskommt. Was hat denn hier Kinderarbeit? The church sent its most devout to the Grand Cathedral in Aldring to study. So, und jetzt zum Arbeiterviertel. Beziehungsweise zum Handwerkerviertel. Da kann man doch auch von hier oben hin, oder? Ah ja. Stunning structures, are they not?
belongs to Knights and Chamberlains most like. Wie irgend so ein Spinner immer wieder der Tor zu macht. So, die haben wahrscheinlich nicht so eine tolle Meinung von dem, gehe ich mal von aus. Was ist eigentlich hier oben? Da war ich noch gar nicht. Ist hier immer versteckt. Nee. Doch, da liegt was. Großer Geldbeutel. Und die hat einen kleinen Geldbeutel gefunden. Cool. Noch ein kleiner Geldbeutel. Hat sich doch schon gelohnt. Da unten, die können wir fragen. Now, where shall we head? Ja, ich weiß schon, wo wir hingehen. Ups. Ach, die sind das. I've heard tell that Fornival stands trial. None's the pity. I fancy myself the forgiving sort, but I'll not mourn his passing. I'm scarce the only one he's wronged either. The man built his fortune on the backs of honest folk. Naja, das... I'll gladly add my name to a petition, if it means no others need suffer at his hands. Hä? Das macht aber wenig Sinn jetzt. Ach, Schuldspruch. I heard of Fornival's inquest. Serves a lot right, says I. I'll sign any petition you set before me, if it means he'll hang for what he's done. He deserves no better after what he did to my family. Aber der hat doch also was heißt gefragt, aber der hat die ja jetzt nicht da weggejagt. Von ihrem Land, beziehungsweise ich. Fornival's met with an inquest? 'Tis past time, the law court. I'll not forget the pain he caused me as long as I live. The caitiff put my house to ruin. Oh, Zeit für Frühstück. I shall sleep better a night, knowing no others will suffer the same fate. Let him rot. I gladly commit my name to the petition for his conviction. Okay, jetzt habe ich 3 Schuldsprüche gegen 2 Bittgesuche. Also ich habe doch für den gearbeitet und die sogar gefragt, ob die damit alle einverstanden sind. Und die haben gesagt, ja, das was Vater macht, machen wir. Und deswegen sind die doch dann im Endeffekt von ihrem Land weg, was er dann verkauft hat. So war das doch, oder? Ja. Also noch bin ich für den Freispruch. Gucken wir mal, was sich draußen noch so ergibt. Hello. Man kann Brillen anziehen, das wusste ich gar nicht. Yes, Arisen. Stufe 36 ist zu niedrig. Yes, Arisen. Außerdem habe ich schon bessere. So. Mit wem soll ich denn hier noch quatschen können? Mal sehen. Der müsste ja eigentlich auch ein Bittgesuch haben. Dann hätte ich 3 Schuldsprüche und 3 Bittgesuche. Ach du Scheiße. Okay, vielleicht sind es doch noch 2. Och, da oben in der Burg. Ich hätte hier wirklich mal so einen Zielstern hin tun sollen. Und wo ist denn der zweite? Oh ja, ich muss unbedingt noch in den Süden. Hier durch. Nur in der Burg? Da wurden da 2 angezeigt, oder habe ich mich da jetzt verguckt? Ja, hier sind 2, einer im Norden und einer im Westen.
Hier irgendwo muss man noch. Oh Gott, ja sicher. Genau, mal wieder genau die Strecke, die ich schon 10-mal gelaufen bin. Ach komm, Leute. Das kann doch nicht sein. Boah, Mann. Das ist jetzt ein schlechter Scherz. Da bin ich doch schon 4-mal hin und her gelaufen. Ach ja.